Guten Tag. Ja, grüß Gott. Ich hätte gerne mit Herrn Geburtsfehler gesprochen. Ja, ist vom Apparat, aber bei Ihnen ist so wahnsinnig laut, ich kann Sie kaum hören. Ja, bitte schön. Hallo, guten Tag. Tag. Sie ist Aveba am Apparat. Ich rufe Ihnen an, wegen Sie haben Interesse gezeigt für Onlinehandel. Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute haben wir wieder zwei Telefonate vom Handelsmarkt. Tja, zwei nette Blitzbirnen am Telefon, die uns wieder tolle Trading-Produkte verkaufen wollen. Ich wünsche euch viel Spaß und jede Menge Aufklärung mit diesen beiden neuen Telefonaten. Guten Tag. Ja, grüß Gott, ich hätte gerne mit Herrn Geburtsfehler gesprochen. Ja, ist vom Apparat, aber bei Ihnen ist so wahnsinnig laut, ich kann Sie kaum hören. Ja, hören Sie mich jetzt gut? Nee, hallo? Es ist im Hintergrund sehr laut. Ja. Ja, das erste Gespräch geht hier schon richtig gut los. Der Herr Geburtsfehler ist jetzt hier gefragt. Tja, also wenn wir hier einen deutschen Mitarbeiter dran hätten, der wüsste, glaube ich, dass das kein vernünftiger Nachname sein kann. Aber davon mal abgesehen. In diesem Callcenter muss wohl so richtig was los sein, denn im Hintergrund ist der Krach wirklich kaum zu ertragen. Kann man das mal ein bisschen reduzieren? Das ist das Büro, so funktioniert das bei uns, mit lauter Musik. Ach so, also funktioniert nur mit Krach. Ja, wir reden mit hunderten Kunden, einander nicht zu stören, spielt diese Musik. Ich höre ja kaum die Musik, ich höre eigentlich nur Krach. Nein, das geht. Doch, ich höre Krach. Ja, ich verstehe Sie, mich stört das auch, aber solche Regeln, wissen Sie, kann ich. Ach so, das ist eine Regel mit dem Krach. Das ist die Regel mit Musik. Ah, ja, toll. Ja, so funktioniert. Ohne Musik geht das nicht. So ja, ein bisschen Krach sollte in jedem Callcenter sein. Also mal davon abgesehen, dass man die Musik hier eigentlich kaum hört, sondern nur den Krach da wirklich aus dem Hintergrund. Wer weiß, wie viele Mitarbeiter da sitzen, um uns hier alle gleichzeitig zu bescheißen. Das ist schon Wahnsinn. Aber schön, dass es eine Regel ist, dass da Musik laufen muss in dem Callcenter. Ja, wenn die Musik dazu eigentlich dienen soll, den Krach im Hintergrund zu übertünchen, hat das hier wohl nicht funktioniert. Nein, haben Sie nicht recht, nein. Ach. Ja. Ja. Nein, haben Sie kein Recht. Ne? Nein. Aber ich finde, es sollte in jedem Callcenter ein bisschen Krach sein. Nein. Ne? Nein. Sie irren sich. Irren sich. So, was machen wir jetzt? Okay. Sie haben sich bei unserer Handelsplattform angemeldet. Ich bin Kontomanagerin. Fitti-fitti-bumm. Ich bin Kontomanagerin. Mein Name... Ich heiße Tina Seif. Sie kann bei uns. Ach so, ich dachte, war doch aus Schöneberger. Die mit dem runden Topf. Sie kann mit The Eighth Age German. Ach, bei Eighth German. Also, es ist die Aidshilfe. Sie haben Ihre Kontaktdaten hinterlassen. Deswegen rufe ich Sie an. Die Kontaktdaten. Kontaktdaten, ja. E-Mail-Adresse und auch Telefon. Emilia Hart. Ja. Ich habe alle Ihre Angaben, deswegen rufe ich Sie an. Ich bin Kontomanagerin und ich kann Ihnen mit der Aktivierung vom Handelskonto helfen. Ja. Haben Sie ein paar Minuten Zeit? Ich kann Ihnen erklären, wie das Ganze bei uns läuft. Nee, Zeit habe ich nicht, aber ich habe meinen Snickers wiedergefunden. Ach so, ein paar Minuten, das dauert nicht lange. Ja. Wie das? Okay, danke schön. Ich erkläre Ihnen in ein paar Worten, wie das bei uns läuft. Das alles, der Handel läuft automatisch. Das sind aber schon mehr als ein paar Worte. Ein paar, zwei. Ja, nur ein paar Minuten bestimmt. So. Das dauert, ja. Also ein paar, also zweimal eine Minute dann. Ja, okay. Genau genommen. Ja, ich versuche das kurz alle diese Informationen mitzuteilen. Der Handel läuft automatisch durch Roboter. Mögen Sie eigentlich auch Bratwurst? Ja? Hören Sie mich gut? Ich höre Sie ganz schlecht. Wasserverkoster ist mein Name. Ja. 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 Sie bekommen von uns einen Ansprechpartner. Sabine mit der Babette und der Bärbel und der Bettina. Tina, ja. Ja. Mein Name ist Tina. Sie sind Herr
Gerard Geburtsfehler, ja? bin ich richtig, ja? Ja, Sie haben Ihre Kontaktdaten hinterlassen, um online zu handeln. Ja, in Erdbeerwurst ist auch Vitamine drin. Rufe ich Sie an. Und Leberwurst Ihnen, und, ja? Ich kann Ihnen erklären, wie das Ganze läuft bei uns. Ich kann mir das auch nicht erklären. Ja, ich kann das erklären. Hören Ach Sie so. Mich? Ja. Wie kommen da die Vitamine rein? Hören Sie mich gut? Ja. Ja. Ich habe den Krach da. Den höre ich besser. Ja, okay. Ja. Sie bekommen einen Ansprechpartner, einen Finanzexperten. Aber nur einen, nicht zwei. Einen. Er ist kostenlos. Er macht für Sie alle diese automatischen Einstellungen und wird das Handel für Sie einschalten. Mhm. Der Finanzberater ist für Ihren Kontostand verantwortlich. Ach so. Sehr der wichtig, schuld, dass mein Konto leer ist. Nein. Nee. Nur Sie haben Zugriff auf Ihr Handelskonto. So. Aber er beratet Sie, er unterstützt Sie, ja. So funktioniert das, ja. Fein. Die Auszahlung können Sie in Ihrem persönlichen Account tätigen. Ja. Bei alleine oder? Online, bei unserer Webseite. Ja. Das heißt, im Laufe von 3 bis 5 Arbeitstagen, Bankarbeitstagen, bekommen Sie das Geld zurück auf Ihr Bankkonto oder auf Ihre Kreditkarte. Ach so. Risikomanagement ist auch sehr wichtig. Es gibt verschiedene Handelsstrategien und automatische Instrumente wie Stop-Loss und Take-Profit. Ja. Das alles kann für Sie der Finanzberater einstellen. Er macht für Sie technische und grundlegende Analysen vom Finanzmarkt. Toll. Er weiß Bescheid, welche Produkte zu dieser Zeit besonders volatil sind, in welche Produkte es besser zu investieren. Ein Finanzberater ist sehr erfahren und kann Sie beraten. So. Toll. Aber Sie haben nur Zugriff zu Ihrem Handelskonto, nur Sie entscheiden, in welche Produkte Sie investieren. Barbie-Puppen nehme ich. Ganz viele. Was für, welche Fragen haben Sie denn nicht? Na, die Barbie-Puppen. Hallo? Ja, hallo? Ja. Sie können bei uns mit Kryptowährungen, Devisen, Aktien und Rohstoffen und Indizes handeln. Also müssten Barbie-Puppen demzufolge noch also Rohstoffe sein. Nehme ich. Zwei. Wie Sie wollen. Es kann auch Rohstoffe sein, Kryptos, Devisen, Aktien, Indizes. Kommen die denn direkt nach Hause? Wie bitte? Na, kommen die nach Hause denn mit DHL oder... Oh, das Ganze laut. Da ein Hubschrauber gestartet. Hören Sie mich gut jetzt? Na ganz toll. Also das Geschrei von den Mitarbeitern gerade im Hintergrund und dieses riesengroße laute Gejubel kann nichts Gutes heißen. Hier an dieser Stelle wurde eindeutig irgendjemand beschissen. Und irgendeiner von den tollen Betrügermitarbeitern hat hier wohl Erfolg gehabt mit seiner Masche. Und das... Ja, artet gleich in einer riesengroßen Geschreiwelle im gesamten Callcenter aus. Das Tragische ist, wenn man hier einfach mal darauf achtet, wie viele Menschen das sein müssen in diesem einen Raum. Ja, da wird es einem echt Angst und Bange. Ja, die Verbindung ist nicht so sehr gut. Okay. Um erstens die Deposit zu machen, Sie brauchen etwas auf dem Handelskonto zu haben, das heißt Minimalbetrag beträgt 250 Euro bis maximal 1000 Euro. Ja. Es gibt auch ein Bonussystem, wenn Sie 250 Euro einzahlen, dann bekommen Sie einen Bonus für 70 Euro, das heißt Sie können schon den Handel mit 320 Euro starten. Ja. Ja, Sie können diese Überweisung, das heißt Sie das überweisen nicht an... Gabel oder Bettina. Sie überweisen nicht an uns, Sie überweisen an Ihr Handelskonto. Das heißt, das Geld gehört nur Ihnen. Ja. Ja. Es gibt verschiedene Zahlungsmethoden. Sie können auch diese Überweisung mit Visa und Mastercard tätigen. Sie können Online-Banking machen. Auf Ihre Anfrage sende ich an Sie die Bankverbindung. Ja. Oder Sie können auch mit Bitcoin Überweisung tätigen. So funktioniert das. Ja. Wenn Sie Entscheidungen getroffen haben, dann darf ich Sie fragen, mit welchem Betrag... Ich könnte Ihnen ja auch einfach ein Stück von meinem Snickers abgeben. Ja, bitte. Habe ich ja wieder gefunden jetzt. Was haben Sie gefunden? Mein Snickers. Was haben Sie gefunden? Snickers. Werden Sie Ihr Handelskonto aktivieren oder nicht? Na, das machen Sie doch, dachte ich.
Machen Sie das oder nicht? Ich dachte, Sie machen das. Nein. Nein? Sie überweisen dachte, das Sie Geld. Helfen. Sie überweisen das Geld. Nach der Überweisung wird das Konto aktiviert. Danach bekommen Sie den Anruf von Verifizierungsabteilung. Aha. Und danach bekommen Sie den Anruf von Finanzberater. Aha. Und dann werden Sie mit dem Finanzberater zusammenarbeiten. So okay. funktioniert das. Ja. Mhm. Aber wenn Sie wollen, wollen Sie, mit welchem Betrag haben Sie sich entschieden, Ihr Handelskonto zu aktivieren? Na, da würde ich mal erstmal so ganz klein anfangen mit 2349,47 €. Nein, ich bin ernst. Mit 250 Euro möchten Sie? Oder mit welchem? 2349,47 €. 2500 Euro müssen Sie Handelskonto aktivieren. Habe ich richtig verstanden? Nein. Mit welchem Betrag? 2349,47 €. Maximalbetrag beträgt 1000 Euro. Oh. Ich habe Ihnen gesagt, minimal 250 Warum? Euro, maximal 1000. Solche Regel. Warum? Darum. Warum? Keine Begründung. Nur eine Ausrede. Nein, das ist solche Regel. Ja, ist aber eine komische Warum? Regel. Ist ja wie als damals, wo mein Snickers verschwand. Das war einfach weg. Ja, das ist tatsächlich so eine Regel, wo ich auch noch nicht rausgefunden habe, warum es die gibt. Also, dass man in diesen betrügerischen Callcentern am Anfang erstmal nur 1000 Euro einzahlen kann. Denn es gibt ja die Masche, dass die danach, nachdem man das erste Mal Geld überwiesen hat, dann nochmal anrufen, damit man nochmal ein bisschen Geld einzahlt. Das ist dann der angebliche Spezialist, der sich dann damit euch in Verbindung setzt. Hier gibt es ja verschiedene Maschen. Entweder sind die nach der Einzahlung, also nach der Ersteinzahlung, direkt weg und melden sich nie wieder bei euch, denn kontaktieren könnt ihr die Firmen ja nicht, da es gibt, also es gibt halt einfach keine Kontaktdaten, wo man die zurückrufen kann. Die Rufnummer, mit der ihr angerufen werdet, ist nichts anderes als eine gefälschte Telefonnummer, die einfach nicht funktioniert oder in irgendeinem Nevada landet, wo eh keiner rangeht. Ja, und da kann es natürlich sein, dass derjenige, der dann eben nachfasst, mehr haben möchte. Aber warum die Erstgrenze 1000 ist, habe ich tatsächlich noch nicht rausgefunden. Vielleicht hat das was mit den Überweisungssummen zu tun. Dadurch, wenn man mehr als 1000 überweist, dass das Limit der Karte vielleicht überschritten ist. Ja, irgendwie sowas muss es ja vielleicht sein. Anders kann ich mir das nicht erklären, warum die nicht gleich beim ersten Mal so richtig zulangen, wenn der Kunde schon mehr bietet. Wollen Sie Handelskonto aktivieren oder nicht? Wenn Sie nicht Klar. wollen, dann werden wir das nicht weiter besprechen. Verstehen Sie? Ich habe hunderte Kunden. Oh, oh, oh. Ja, genau. Das ist machen ja. wir das nicht. Mhm. Ja, das können wir machen, ja. Mhm. Ja. Überweisen Sie, welchen Betrag? Na, habe ich doch gesagt. Ich habe Ihnen gesagt, Minimalbetrag 250 Euro Aha. und maximal 1000 Euro. Warum? Welchen Betrag möchten Sie überweisen? Pommes. Wie bitte? Barbara Schöneberger. Ah. Die mit der Wurst. Für welchen Betrag haben Sie sich entschieden? Für den guten. Moment bitte, ein kleines Moment bitte. Hallo? Junges Fräulein? Ja? Was ist da jetzt am Apparat? Und dann war unsere Streuselschnecke auf einmal ganz schnell weg. Weiß ich nicht. Vielleicht war im Hintergrund ein Mitarbeiter zu hören, vielleicht hat's ja irgendjemand von euch verstanden, da war ja irgendein Mann oder eine männliche Stimme zu hören. Ich vermute mal, irgendwer anders wird wieder, wie so oft bei diesen betrügerischen Callcentern, mitgehört haben und hat festgestellt, dass wir hier wohl nichts mehr verkaufen werden. Tja, es ist auf jeden Fall tragisch, was das da für ein Krach ist. Ich meine, es wird natürlich wenige Kunden geben, die da freiwillig bei diesem Erstkontakt mehr als 1000 Euro einzahlen. Es ist eigentlich logisch. Aber, tja, wie das da vonstatten ging, tja, also da wissen wir definitiv, dass das kein seriöses Callcenter gewesen sein kann. Schon alleine wegen dem Krach, den man da im Hintergrund wieder gehört hat. Also, wenn man jetzt bei einer normalen Bank einen Berater an der Strippe hat, dann ist das da nicht so laut. Dann setzt er in der Regel in irgendeinem ruhigen Raum, höchstens vielleicht 2-3 Mitarbeiter.
Ja, und selbst wenn es ein großes Callcenter ist, das irgendjemanden anruft. Ich meine, habt ihr mal bei der Telekom angerufen oder bei, keine Ahnung, O2, ist ja egal. Da, wenn man dann Kundenservice anruft, da sind zeitgleich auch viele hundert Mitarbeiter teilweise. Manchmal auch locker 100 Mitarbeiter in einem großen Raum. Aber man hört ja trotzdem nicht diesen Krach. Ganz einfach, weil anständige Callcenter haben Schallschutzwände aus Stoff und zusätzlich vernünftige Headsets. Tja, und das haben die Betrüger halt alle nicht. Ganz einfach aus dem Grund, wenn das Callcenter schnell mal platt gemacht wird, dann war die Technik wenigstens nicht so teuer, die sie dort in den Sand gesetzt haben. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Telefonat, was ich euch heute noch mitgebracht habe. Schreibt aber gerne nochmal in die Kommentare, falls ihr eine Antwort dazu habt, warum man in diesen Callcentern am Anfang nicht mehr als 1000 Euro überweisen kann. Da bin ich mal auf eure Theorien gespannt. Ja, bitte schön. Hallo, guten Tag. Tag. Sie ist Aveba am Apparat. Ich rufe Ihnen an, wegen Sie haben Interesse gezeigt für Onlinehandel. Mhm. Und ich bin Ihre Account Managerin. Ich helfe Ihnen, mit Ihrem Konto zu aktivieren, wo Sie können Online-Investitionen machen. Aha. Haben Sie mir verstanden? Bisschen. Ja? Und haben Sie Zeit jetzt? Wofür? Für diese Konto aktivieren. Aha. Braucht man da Zeit, ja? Wie viel denn? Bitte? Wie viel Zeit brauche ich denn? Can you speak English? Nee. Und du? Ja, ich kann. Okay, kein Problem. Haben Sie mir jetzt schon verstanden, was ich gesagt habe? Nee, war ein bisschen genuschelt. Ja, hier ist es von Anfang an wieder so richtig seriös. Musik im Hintergrund, eine Mitarbeiterin, die dem Anschein nach irgendwas beim Sprechen im Mund hat und ja, sie wechselt einfach mal so mittendrin oder hat zumindest vor, mittendrin einfach mal die Sprache zu wechseln von Deutsch auf Englisch, obwohl wir uns doch schon gerade auf Deutsch unterhalten. Wie kommt man denn da auf Englisch? Also seriös ist das definitiv nicht. Natürlich kann man sich Englisch mit irgendjemandem am Telefon unterhalten, aber wenn ich doch einen deutschen Kunden anrufe, warum versuche ich es dann auf einmal in die englische Richtung umzubrechen? Ich verstehe es nicht. Es ist einfach nur absolut Wahnsinn, was da los ist. Okay. So, ich habe Ihnen angerufen wegen, Sie haben Interesse gezeigt für Onlinehandel und ich bin Ihre Account-Managerin, helfe Ihnen mit Ihrem Konto zu aktivieren. Es geht über Kryptowährungen wie Bitcoin und Sie machen eine Investition bei uns und dann bei die Ende des Monats, Sie haben Profit, ja? Ja. Okay, so, wann möchten Sie es machen? Wie meinen Sie das? Ja, haben Sie Zeit jetzt, so wir können ein Programm herunterladen, wo Sie können mehr Auskunft, mehr Informationen bekommen. Was denn für ein Programm? Ja, Sie können mehr Informationen bekommen. Ich erkläre mehr Infos. Und haben Sie WhatsApp mit der gleichen Nummer, so ich schicke Ihnen einen Text. Ja oder nein? Was denn genau? Ja, Sie haben. Ja? Na, was denn? Okay. Ich werde Ihnen auf WhatsApp einen Text schicken und, Was steht da? Und, ja, und, Was steht denn da? Bitte? Was steht denn da? Für später, Was jetzt. Was steht denn da? Bitte? Ja, was steht denn da? Was steht? In Deutschland. Deutschland steht da und, in dem Text. Und wo wohnen Sie? Wohnen Sie in Deutschland auch? Wegen ja, ich komme nicht. Ah, ja, ja. Ich komme nicht aus Deutschland. Ich komme aus Schottland und. Oh, warum ich komme aus Schottland und lebe und wohne in Deutschland. Aber es ist ein deutsches Unternehmen. Ja. Wo und, wohnen Sie denn in Deutschland? Bitte? Wo wohnen Sie denn in Deutschland? In Berlin. Ich wohne in Berlin jetzt. Ah ja, und die Straße? Ja, die Hauptstadt. Ja, und in welcher Straße? Die Straße heißt Fünf Starken. Was für ein Ding? Bitte? Wie heißt die Straße? Fünf Starken. Ja. Ich nicht. Okay, kein Problem. Wann möchten Sie es machen? Was denn?
Ja, können wir einen Termin vereinbaren? Wofür? Für diese Online-Investitionen. Warum brauche ich dann einen Termin? Ich habe Sie doch am Telefon. Ja, aber wir können Ihnen diese Informationen bei WhatsApp schicken. Sie können es, ich kann über diese Infos denken und dann, wir können Ihr Konto aktivieren. Oder haben Sie Zeit jetzt? So, wir können es jetzt machen, in diesem Moment. Ich bin doch am Telefon. Okay, haben Sie WhatsApp, haben Sie iPhone oder Samsung? Ja? Do you have, haben Sie iPhone oder Samsung? Ja? Was denn? Bitte? iPhone. Danke. Okay, so, können Sie bitte bei App Store gehen und dann herunterladen Anydesk? Was? Bitte? Danke. Ja, gehen Sie bitte, bei der App Store und herunterladen Anydesk. Was ist das? Es ist ein Programm, wo Sie können mehr, wir können zusammen arbeiten. Unser heiß beliebtes Programm Anydesk mal wieder. Tja, Anydesk ist sowas wie TeamViewer, VNC oder Remote Desktop, also eine Fernsteuerungssoftware von oder für euren Rechner. Das heißt, sobald man sich das Programm installiert hat, bekommt man einen PIN-Code oder eine Verbindungszahl und ein Passwort dazu. Wenn ihr diese Daten preisgebt, kann sich die Gegenseite auf euren Computer aufschalten und euren Bildschirm sehen. Naja, und noch Daten auf euren Computer hochladen, beziehungsweise auch da irgendwas rumfummeln und einstellen. Das bedeutet, man kann euch Malware, also zum Beispiel Viren oder Trojaner, also Software, die euren Computer abhorchen, installieren. Und dann ist nichts mehr sicher auf eurem Computer. Von daher, grundsätzlich, wenn man sich damit nicht auskennt, sollte man die Finger von Anydesk, TeamViewer und Co. lassen. Die Programme selbst sind nicht das Problem, sondern die Seite oder die Gegenseite, die es vielleicht missbräuchlich benutzen kann. Innerhalb der Familie ist das sicherlich alles kein Problem. Und wenn man das auch innerhalb der eigenen Firma benutzt, auch nicht. Damit man zum Beispiel eben Kassencomputer aus der Ferne warten kann. Dafür sind die Programme zum Beispiel gedacht. Allerdings nicht dafür, dass Fremde auf euren Computer gucken können. Und mal ganz davon abgesehen. Ich glaube, wenn man ein Konto bei einer Bank eröffnet, dann muss die Bank dazu keinen Zugriff zu eurem Rechner haben. Sollte eigentlich klar sein. Das Problem ist, viele Menschen, die sich mit sowas nicht auskennen, werden jetzt hier vielleicht einfach mitspielen und sich dann vielleicht sogar noch darüber freuen, dass der Mitarbeiter einem hilft. Das Problem ist, die helfen euch dabei, beschissen zu werden. Und das ist das Dramatische an der ganzen Geschichte, dass viele einfach gar nicht mit diesen Programmen umgehen können. Ja, und das betrifft sicherlich zum Großteil die älteren Generationen. Und ich kann dort mehr Infos eingeben. Was denn für Infos? Über diese Online-Investitionen, über Ihr Konto. Ja. Okay, haben Sie es herunterladen? Was denn? Bitte? Danke. Ja, haben Sie dieses Programm herunterladen? Was denn für ein Programm? Es heißt Anydesk. Ja? Was denn? Wie was denn? Na, Sie müssen mal ganze Sätze sprechen. Nee, Sie können dieses Programm herunterladen und Sie können mehr Infos einsammeln. Ja? Na was, ja. Ja, okay, haben Sie es herunterladen? Ja oder nein? Na was denn? Na was denn? Sie herunterladen dieses Programm und wann Sie es gemacht haben, Sie sagen mir, ja? Also ich weiß nicht, was Sie mit ja meinen. Ja, ich habe Ihnen gesagt, das ist ein Programm und wir können zusammen arbeiten. Ja? Ja. Okay, haben Sie es herunterladen? Was? Haben Sie dieses Programm herunterladen? Sie müssen mal deutlich sprechen. Okay, woher kommen Sie und welche Sprache sprechen Sie bitte?
Na, hören Sie doch Portugiesisch. Okay, ich kann nicht Portugiesisch. Aber Sie haben keine WhatsApp mit dieser Nummer. Das haben Sie aber schnell gemerkt. Bitte? Danke. Wie danke? Na, wenn man bitte sagt, dann sagt der andere danke. Gehört sich doch so. Ist eine Höflichkeitsform. Okay, und wann machen Sie die Aktivierung? Was denn für eine Aktivierung? Ich habe Ihnen gesagt, das ist ein... Ihre Konto, Sie aktivieren Ihre Konto, ich helfe Ihnen und dann Sie können Online-Investitionen machen. Wobei helfen Sie? Sie machen so viele Fragen. Okay, und... Oh, oh Gott, das ist so schwierig mit dir. Das heißt mit Ihnen. Ja? Ja. Okay, so. Möchten Sie es oder nicht? Ich habe nicht so viel Zeit. Na, was denn? Ja, möchten Sie es mit mir machen oder nicht? Sie haben angerufen und haben gesagt, Sie möchten erklären, aber Sie erklären ja nicht. Aber ich habe Ihnen erklären. Nee. Ich habe Ihnen erklären. Das heißt erklären, dass nicht erklären. Ich helfe Ihnen mit diesem Konto aktivieren, ja? Und na, diese Konto geht über Online-Investitionen. Es ja, geht über Kryptowährungen, die Bitcoin. Ja. Ja, aber Sie sagen immer wieder, Sie wollen helfen und machen doch aber denn nichts. Sie sagen doch immer nur, ja, danke, bitte. Mehr sagen Sie doch gar nicht. Okay, entschuldigen Sie. So, jetzt haben Sie ist dieser E-Mail funktioniert? Funktioniert es? GunterWinkler.gmail.com. Was für ein Ding? Funktioniert dieser E-Mail oder nicht? Ja, bringen Sie doch mal einen ganzen geraden Satz raus, so dass man Sie auch versteht. Ich kann Ihnen bei WhatsApp erklären oder bei dieser E-Mail. Na, ich habe Sie doch jetzt am Telefon, da können Sie es mir doch am Telefon erklären. Ja, okay, ich habe Ihnen gesagt. Ich habe Ihnen 6-mal gesagt. Nee, Sie haben bis jetzt noch gar nichts gesagt, was Sie erklären wollten. Okay, so, ich habe Ihnen gesagt, nee. Das ist... Okay, entschuldigen Sie, das ist, dass ich helfe Ihnen mit diesem Konto. Naja, aber machen Sie ja nicht. Sie labern ja okay. Nur irgendwann kamen. Okay, und wann müssen Sie es machen? Bitte? Danke. Wann möchten Sie es machen? Wann? Ich habe Sie doch jetzt am Telefon, oder nicht? Ja, und ich habe Ihnen, Sie müssen Anitest herunterladen. Warum? Wegen, es gibt mehr Informationen. Aber Anitest ist doch kein Informationsprogramm. Nein, es ist eine Plattform, wo Sie können zusammen verbinden. Was soll ich denn verbinden? Wir sind doch verbunden mit dem Telefon. Ja, aber diese Plattform ist besser, wegen, ich kann dort mehr Infos eingeben. Aber Sie brauchen doch die Infos nur erzählen. Ja, aber ich habe Ihnen 10-mal gesagt. Was denn? Möchten Sie es machen oder nicht? Na, habe ich doch beantwortet. Ja, okay, ich rufe Ihnen wieder an. Nee. Ja, und ich muss auflegen. Warum? Ich habe nicht so viel Zeit. Ja, aber warum rufen Sie denn an, wenn Sie keine... Ja, und diese Antwort ist sie uns dann schuldig geblieben. Warum sie dann anruft, wenn sie keine Zeit hat? Tja, das ist wohl klar. Sie hat halt einfach keine Zeit für Kunden, die irgendwelche Fragen stellen und nachbohren. Ja, aber das, was die sich da am Telefon zurechtstammeln, ist schon wirklich der absolute Wahnsinn. Weiß nicht, wie die sich selbst für seriös halten können, aber das Schlimme ist, es funktioniert. Es funktioniert einfach. Die rufen die Leute an, einfach nur auf Masse. Irgendeiner wird schon Ja sagen und einfach mitspielen, weil er denkt, dass er hier ziemlich schnell über Nacht reich werden kann. Der absolute Wahnsinn. Tja, und sobald man aber Fragen irgendwie stellt oder ein bisschen direkter nachfragt, war's das eigentlich alles schon. Ich meine, dass das Gespräch hier grundsätzlich von Anfang an eigentlich überhaupt gar keinen Sinn ergeben hat, die Frage stellt sich ja gar nicht. Das lenke ich ja schon mit Absicht so in die Richtung. Einfach um deren Zeit zu verplempern. Tja, aber die haben wahrscheinlich auch Anweisungen, wenn ein Kunde zu viel Zeit verplempert, dass die dann einfach auflegen sollen. Tja, ich hoffe,
Euch hat das Video wieder gefallen? Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer mag, der findet auch Callcenter Abzocke auf TikTok. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut auch gern mal dort vorbei. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.